Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, Bayern wartet auf die Verkehrswende, aber dieser Haushaltsentwurf, der uns vorliegt, bedeutet für Bayern leider zwei weitere verlorene Jahre für die Verkehrswende. Was will das Kabinett Söder im Verkehrsbereich? Im Wesentlichen sind es drei Dinge. Erstens Straßenbau, zweitens Straßenbau und drittens Straßenbau. Ja, da rängen Sie sich einmal nicht. Rängen Sie sich einmal nicht künstlich auf. Der Herr Staatsminister Reichert war bei uns im Verkehrsausschuss und hat die wesentlichen Punkte seines Programms vorgestellt. Was war da drin? Drei Bereiche. Bei der Schiene weiterhin die Mangelverwaltung, die wir kennen und zu dem ganzen Bahnchaos führt. Bayern fastet weiter für die zweite Stammstrecke in München. Beim Radverkehr werden wir weiterhin angewandte Homöopathie erleben. Und dann, als es zum Straßenbau gekommen ist, lieber Herr Minister, haben Sie freudig verkündet, Zitat, den Investitionshochlauf im Straßenbau, den wir erleben dürfen. 2 Milliarden Euro in 2019 könne man verbauen und es ginge noch viel mehr, weil man ja so viele Schubladenplanungen in petto habe. Meine Damen und Herren, man muss sich das schon mal auf der Zunge vergehen lassen. Wir schreiben das Jahr 2019. Das Weltklima gerät aus den Fugen. Die Jugend streikt auf den Straßen und bangt um ihre Zukunft. Und was macht die bayerische Regierung? Sie feiert den, Zitat, Investitionshochlauf im Straßenbau. Ich meine, im Kabarett wäre das ja noch so mittellustig, liebe Kolleginnen und Kollegen. Aber das Schlimme ist, dass Sie das ja auch noch ernst meinen. Man kann jeden Euro nur einmal ausgeben. Sie wollen mit dem Geld weiter Bayern mit Straßen zubetonieren. Wir wollen damit Besseres machen. Da sieht man in unseren Änderungsanträgen. Wir wollen Busse im Stundentakt in jedem Dorf, zuverlässige Züge in den Ballungsräumen endlich und kostenlosen Verkehr für Schüler, Studis und Azubis. Zum Glück haben Sie aber eben unsere 20 Änderungsanträge Ihrer klugen grünen Opposition auf dem Tisch, alle seriös gegenfinanziert. Stimmen Sie doch einfach zu. Ich greife nur drei Beispiele heraus. Beispiel 1. Wir Grüne wollen stillgelegte Bahnstrecken reaktivieren und Nebenbahnen sichern. Das kostet bloß 10 Millionen im Jahr. Peanuts im Vergleich zu den 200 Millionen, mit denen Sie über Ihren Frankenschnellweg zusätzlichen Autoverkehr nach Nürnberg hineinpumpen wollen. Ich meine, dieses Geld ist besser angelegt bei der Ilztalbahn, bei der Fuchstalbahn und den vielen anderen aufgelassenen Strecken im ländlichen Raum, wie Sie gerade sagen. Es kann doch nicht sein, dass wir zuschauen dabei, wie zum Beispiel bei der Steigerwaldbahn, ebenfalls ländlicher Raum, möglicherweise bald die Schienen herausgerissen werden und als Altmetall verschrottet und verscherbelt werden. Die Landkreise vor Ort und wir wollen wieder Züge sehen in dieser Tourismusregion, meine Damen und Herren. Im Wahlkampf hat der Herr Ministerpräsident dem Münchner MVV 35 Millionen für billigere Tickets versprochen. Das ist super für München, aber was ist denn mit dem Rest von Bayern? München leuchtet, Bayern bezahlt, soll das die Devise sein? Zwar haben Sie dann doch unserem Drängen nachgegeben und die anderen Großstädte kriegen jetzt seit dem ÖPNV-Gipfel auch ein bisschen was. Aber wir meinen, wenn der MVV 35 Millionen kriegt, dann ist es recht und billig, wenn wir für den Rest Bayerns 100 Millionen bereitstellen. Daher unser Änderungsantrag. So ist es gerecht. Und was ist eigentlich mit den zusätzlichen Zügen, die Sie im Wahlkampf versprochen haben? Da hieß es 15 Millionen zum Schließen von Taktlücken allein im MVV. Wie versprochen, so gebrochen. Jetzt nach der Wahl soll es nämlich plötzlich nicht mehr möglich sein. Zu wenig Gleise, zu wenig Züge, zu wenig Personal. Da frage ich mich, kennt die Regierung, ihr zumindest im Wahlkampf, die eigene Bahn wirklich so schlecht oder hat da wer im Wahlkampf einfach eiskalt gelogen? Wir jedenfalls wollen 50 Millionen Euro für zusätzliche Zugfahrten in unserem Änderungsantrag und zwar in ganz Bayern. Stimmen Sie zu, wir bieten Ihnen heute die Top-Chance, Ihr gebrochenes Wahlversprechen zu heilen. Und das letzte Beispiel. 40 Millionen nehmen Sie in die Hand für den Radverkehr in Bayern. Für eine einzige Stadt wäre dieses Geld ja ganz interessant. Aber für ganz Bayern, meine ich, ist das nicht einmal ein grünes Deckmäntelchen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das klangt ja nicht einmal für einen grünen Lendenschurz. Mit so viel Nackert, da fällt mir unter Erregung öffentlichen Ärgernisses, lieber Herr Minister. Wir wollen deswegen...
Wir wollen deswegen 3 Millionen jährlich für die Planung von Radschnellwegen und danach auch die rasche Umsetzung und den Bau von Radschnellwegen, um nur dieses Beispiel zu nehmen, in der Trägerschaft des Freistaats. Meine Damen und Herren, es gibt unendlich viel zu tun, damit die Verkehrswende gelingt. Fangen wir endlich an. Sorgen wir für eine pünktliche Bahn, für flächendeckende Verkehrsverbünde endlich in ganz Bayern und machen wir das Fahrrad zu einem sicheren und attraktiven Verkehrsmittel im Alltag. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Dr. Buchler.